Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei The KMALP mit Rise Son of Rome. In der letzten Folge sind wir in die 14. aufgenommen worden und mit den Schiffen irgendwie Richtung, was weiß ich wohin gefahren, irgendwie habe ich ist wieder der Bahn verloren gegangen und jetzt sind wir gestrandet hier, beziehungsweise uns wurde da ein Hinterhalt gestellt, wo unsere ganzen Schiffe den Bach runtergehen gerade und beschossen werden mit Pfeilen, wie wir sehen. Und ja, unser Auftrag ist es nämlich jetzt, die Ketten zu lösen. Und bin ich mal gespannt, was auf uns gleich zukommt. Ja. Wenn wir den Kettenturm nicht ausschalten, wird unsere gesamte Flotte zerstört. Oh, lol, okay, er schreit sich selber an. Was ist das? Ah, das leuchtet grün. Ach, eine Schriftrolle. Ich muss noch mal sagen, bei der letzten Folge hat es am Ende extremst geleckt. Frame-Einbrüche like a boss. Nur leider muss ich sagen, ey, es tut mir wirklich leid, ich habe nicht auf meinen Festplattenspeicher geguckt und das war schon richtig am Engpass. Habe ich nicht drauf geguckt. Au. Die Dicken sind aber heftig, ne? Bam. Bam. Aber wie gesagt, ich würde mir dann doch ein bisschen mehr Kampfanimationen wünschen. Weil es ist doch irgendwie immer dasselbe und das finde ich irgendwie nicht so geil. Bam. Ach scheiße. Ach. Rekrutentreffer. Ei. Ja, das Haar deiner. Bam. Oh, guck mal, ich kann sogar. In dieser Sekunde konnte ich sogar noch eine Schriftrolle einsammeln. Ja. Okay, Junge. Kommt. Sammeln wir die Reste der 14. und dann kümmern wir uns um den Kettenturm. Ja los, kümmern wir uns um den Kettenturm. Ich möchte das. Jetzt. Dieser arme Knilch, Junge, er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Hatte der einen Pfeil im Gesicht ein? Drücke B, um Pfeilen auszuweichen. Dies ist die beste Option gegen Pfeile. Mit A kannst du auch Pfeilen abwehren. Ach so. Oh. Ich hoffe natürlich, jetzt werden sie mich natürlich auch weiter nerven im Kampf oder so, ne? Die können es einem auch hier nicht leichter machen oder so. Fresse, ne? Bam! Bam! Aber perfekte Kette. Ich verstehe nicht, wie das ablaufen soll, so eine perfekte Kette. Ob das jetzt mit Blocken schlagen, Blocken, keine Ahnung. Ich muss da rein bestimmt, ne? Ja. Hast du nicht erwartet, Römer? Hä? Und deinem eigenen Kettenturm zerschmettert? Gib das jetzt nicht. Boah, Junge. Da sind Pfeile. Lul. Lul. Der hat meinen Pfeil einfach rausgewischt, dieser Fettsack. Wie kann er das wagen? Nein, falschen Knopf gedrückt. Oh, damit werde ich wohl immer noch ein bisschen Probleme haben. Wie gesagt, weil ich eigentlich mehr so, ich will nicht sagen jetzt Konsolenspieler, sondern mehr so dieses Playstation-Spieler bin. Weil ich eigentlich seit der Playstation 2 früher nur mit Sony-Produkten gespielt habe. Und das
wird mir gerade mit dem Xbox-Controller ein bisschen zum Verhängnis. Ich würde sagen, falls es Leute von euch gibt, die auch mit Xbox-Controller immer spielen jetzt plötzlich, wird auf dem PC, aber sonst in ihrer Freizeit. Alter, wieso sind das vier auf einmal? Da waren noch eben zwei, nee, drei, habe ich gezählt. Auf einmal sind das vier. Au! Oh. Geh weg! Geh rein! Oh, Lul! Ei! Alter, ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar, Junge. Das wird mir jetzt zu viel. Ja, was ich damit sagen wollte, dass die ganzen Tasten und so anders sind für mich. Ich vermisse hier das Dreieck und Viereck-Prinzip und so und nicht... Oh, jetzt habe ich zu viel geredet. Und wenn ich jetzt solche hier Tasten wie Y und so auf einmal besitze und er mir dann einfach im Bildschirm sagt, drücke jetzt mal bitte Y und dann muss ich, wie damals bei der Fahrschule, muss ich, wenn man an Gang schalten möchte beim Auto oder so, muss ich immer nochmal auf mein Gamepad gucken und erstmal suchen, ob es die richtige Taste ist, die ich gedrückt habe. Aber so langsam rastet sich das bei mir ein und das ist dann doch wieder ganz geil. Hallo, lauf doch, warum gehst du so bescheuert? Das Ufer ist in Feindeshand. Unsere Männer sterben im Wasser. Wir müssen uns zurückziehen. Hallo. Tot. Er muss tot sein. Ziehen wir uns. Nee, er ruht sich nur aus mit einem Pfeil im Bauch. Hat niemand mit gerechnet? Die Vorzeit war nicht vorbereitet. Wir standen gut. Nimm einen Pfeil auf. Ich möchte das. Wartet, bis ich den Befehl gebe. Au. Hä, was ist mit dir? Rette und verteidige die Überlebenden. Okay. Okay, ich möchte gar nicht. Heute stirbst du. Nein, du stirbst. Und zwar mit der falschen Tastenkombination. Oh. Heute stirbst du. Na gut, Männer. Bam, die Bogen bam, bam. Das Gute ist ja, muss ich sagen, dass es hier dann doch nur zwei Knöpfe gibt, die ich drücken muss. Also entweder Y oder X. Und das ist dann doch für mich einfacher. Ich würde ja fast sagen, dass wenn ich auch auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad gestellt hätte, dass ich dann bestimmt mehrere Knöpfe drücken müsste bei diesen Hinrichtungen. Also da wäre bestimmt auch blau vorhanden, blau sage ich schon. Alter, zweimal hintereinander falsch. Jetzt habe ich mich verlabert, ey. Das ist eure Schuld. Ohne Marius wären wir jetzt alle tot. Ja, siehst du, Marius hat euch gerettet, neue Chronik gesammelt. Sag schon, gelb, was ist los mit mir? Rot und grün, B und A, also in dem Sinne. Spring da mal rauf, Junge, ich möchte das. Vorwärts, Männer! Ist da was? Wir sind fast beim Tod! Auf, auf! Okay, was habe ich getan? Ich habe eine Fahne aufgesammelt. Halte A gedrückt, um Pfeile abzuwehren. Okay. Ah! Ah, ist das geil! Also sich da Bogenschützen hätte ich echt Eierflattern jetzt, ne? Ohne Verluste, Männer. Los, wir schaffen das. Rückzug, Männer. Rückzug, Schilde. Rennt vor. Und jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer. Bewegung. Alter, hast du das gesehen? Was? Ihr da. Hebt das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre. Oh, ich hab einen Pfeil im Gesicht.
Aber ich lebe immer noch. Gib mir einen Speer. Hallo. Blockiert die Kette. Tötet ihn, wenn er sich einmischt. Bam. Zack, zack, zack. Da war doch gerade irgendwas mit Schubs. Oh, lol. Wir müssen das Gegengewicht anheben, Marius. Hab ich doch gerade. Was wollt ihr denn schon wieder von mir, ey? Marius, mach dies. Marius, tu das. Ach so, da auf der anderen Seite ist auch noch was. Hoch mit dem Gegengewicht. Sorry, ich hatte gerade zu tun. Läuft! Ah, es tut so weh. Der Haar ist hart, deiner. Und du wolltest also jetzt die Kette wieder dran machen, ja? Da ist einer mit einer Kapuze, ey. Den muss man mal ganz schnell wegrationalisieren, ey. Au! Lul! Er steht schon wieder hinter mir. Warum stehen so viele hinter mir? Also ich muss sagen, echt, ich erschrecke mich dann doch schon ganz schön oft bei denen, ey. Du Dicker, was ist mit dir eigentlich? Ja? Was ist mit dir? Ah! Römischer Abschau! Alter, ich hab doch B gedrückt, Mann! Hm, ich bin ein Computerspiel, ich reagiere nicht auf Tastenfolge. Ah, falsch, dann. Oh, lol. Alter, und schon wieder Falschtaste gedrückt. Das liegt aber daran, weil ich immer denke, dass es anfangs... Ah! So. Dass es anfängt immer mit, Hallo, schlag ihn doch bitte. Dass es mit X anfängt. So, jetzt haben wir's. Perfekte Kette, ich habe ihn einfach nur die ganze Zeit getreten. Centurio-Hinrichtung. Und du, Dicker, geh mal reiten. Reiten, habe ich gesagt. Okay, einer, der schwere Angriffe machen kann und zwei Kais. Ah, los, nein! Okay, es ging natürlich wieder voll. Ah, jetzt aber perfekt. Lul, also du, das ist Sparta-mäßig runtergetreten, Alter. Zack. Das ist Keimer! Und was stehst du da runter überhaupt? Ja, yeah, erstmal ein Arm abbürgen. Das ist illegal, was du tust. Von hinten angreifen ist ja mal wohl die größte Pussy, oder? So, erstmal kriegst du dein Fett weg. Er hat sich in mich reingebackt, was fällt ihm ein? Ah, wieder so eine Doppelkombo. Die gefällt mir doch ganz gut. So viel Fleisch, wie hier schon rumliegt, ey. Ja, und jetzt? Ich hab's geschafft. Gegengewicht in Position! Los!
Achtung, Männer! Ein mutiger Mann durchlebt den Tod. Einmal! Feiglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen! Und wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Unglaublich, der Typ ist so cool, ne? Und das meine ich jetzt nicht einfach so. Götter. Vorrücken! Lauf! Das ist Omaha Beach, Junge. Ach, Lul. Männer, hier nach! Rottet euch zusammen! Lul. Okay, das ist schon Hammer, ey. Wenn dein Arm plötzlich weg ist. Ich bin mir fast sicher, dass es damals im Zweiten Weltkrieg in der Normandie genauso abgelaufen ist, ey. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Was schreist du mich so an, Junge? Das gehört sich nicht. Auf mich zu schlagen. Was bist du denn? Und bam, Junge, ich bin hinter dir. Surprise, Motherfucker. Ich habe einen legendären Treffer gerade gemacht. Habt ihr das gesehen? Und eine perfekte Kette sogar, weil ich einfach der Geilste bin. Ah, ich rede einfach zu viel, schon habe ich Rekrutentreffer gemacht. Wo bist du, Dickerchen? Warum bist du da? Er hat mich bewusstlos geschlagen fast. Hallo, mach doch dein Schild so. So, zack, zack, zack. Und den Dicken wollen wir auch noch haben. Den Dicken wollen wir auch noch haben, habe ich gesagt. Zack. Zack, Junge. Lom. Bom. So wird das gemacht. Ah. Ich bin nicht so gut in Knöpfe drücken. Hilft mir doch, die stehen da und gucken mir zu. Lul, da ist ja noch einer von denen. Lul, ei! Oh Gott, gerade habe ich voll den epileptischen Anfall, was Knöpfe andrücken angeht, ey. Also ich weiß, von Knöpfe drücken muss ich eigentlich nur drei Stück beachten. Und das ist blocken und schlagen und mit dem Schild das, ne? Also Y. Y ist sowas wie Schild. Ach guck mal, da ist noch ein Ding. Ach nee, das sind noch Pfeile gewesen. Ah. Wieder, kommt Leute, wir rotten uns zusammen. Ich heb das Schild auf. Ah, nicht das Schild, die Fahne. Formation. Und los geht's! Verdeckt mich! Oh! Rettet mich! Drücke RT und halte die Formation. Wir lassen die einmal schießen. Halt! Soldat! Halt!
Kontakt halten, Männer! Halten! Hila! Oh! Fick sie! Bam, 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 bam! Oh, wie sie umgefallen sind, wie Domino Day, ey! Verlass die Formation! Legionäre! Vorwärts! Habe ich keine Pilas mehr? Schade. Ja. Ich würde sagen, erstmal, wir lassen das jetzt erstmal sein für diese Folge. Es war auf jeden Fall geil. Der Kettenturm ist gefallen. Der Strand ist gesichert. Wir haben das mit so wenig Verlusten wie möglich geschafft. Und ich habe gemerkt, meine Legionäre sind die reinsten Sniper im Speerewerfen, weil einfach jeder Schuss gesessen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, unterstützt mich dabei, damit ich das hier zu Ende bringe und durchsuchte und ich mich immer mehr anstrenge, besser zu werden. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Rome, Son of Rome, Rise. Nein, Rise, Son of Rome. Haut rein, Leute. Ciao.